Guten Morgen, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt. Servus Nadja. So, Hallo Nadja. Achso, du bist der Wort, du bist ausgezogen. Ausziehen! 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 Achso, das ist ein anderes Video. Hey, das ist der alte Nadja. So, Nadja. So, der Rahmen. Jetzt muss ich lachen. Manuel, hast du eigentlich schon einen Text für das Lied? Bei einem Zählerkasten kann man nichts verdienen. Ja, natürlich, Erich. Ich spiele das am Schluss vom Video. Vielleicht. Auf jeden Fall ist hier was ganz Interessantes. Hier wollen wir überlappen und die Frieser sollen ja gleich breit sein. Jetzt haben wir dieses eine Fries 8 gemacht und dieses Fries haben wir gemacht 8,5. Jetzt heißt's, wir müssen hier oben den Falz einfräsen mit 5 mm, dann bleibt hier 8 stehen und hier auch 8. Dann sind die beiden Frieser gleich. Und die Falztiefe muss man umstellen. Hier hatte ich einen Zentimeter und hier muss ich jetzt wegnehmen so viel, also was hier noch steht. Und jetzt messe ich das. Die Höhe sind 12 mm und die Tiefe 5 mm, haben wir gesagt. Jetzt muss ich mir hier die Fräse einstellen. 5 mm die Tiefe. Die Höhe haben wir gesagt. 12 mm. Jetzt muss ich das Ganze umdrehen. Muss man mitdenken. So liegt das jetzt herinnen und hier ist der Falz. Jetzt habe ich hier am Streichmaß eingestellt, wie tief die Bänder hineinrutschen soll. Das habe ich hier 11 cm gewählt, mache ich hier einen kleinen Kratzer und hier die Mitte vom Holz reiße ich mir hier an, dass die Bänder alle genau gleich an derselben Stelle sind. Das Hineinbohren ist ganz wichtig, im rechten Winkel hineinbohren. Ja, ich bringe das zum. Jetzt ist er verrutscht. Warte, naja, gehört ja nur meiner Mama. Genau. Da haben wir es wieder. Warte, einen Ausreiber. Wir reiben das nämlich immer sehr schön aus. Der Erich und ich. Wenn es was schön ist, ohne jeden. Brille sowieso. Genau, ja, das habe ich schon angerissen. Ausreiben. Haben wir da eine Kurbel zum Hineindrehen, Erich? Haben wir da nichts gemacht? Irgendwas? Oh ja, ich habe da was gemacht. Irgendwas? Jetzt haben wir so eine Kurbel, die gibt man in die Bohrmaschine hinein und dann erspart man sich das ganze Leid mit dem Hineindrehen. Es geht gut, Erich, oder? Wichtig ist, wenn man das so hält wie eine Schraube beim Anziehen, schlägt einem das jedes Mal auf den Finger. Warum wissen wir das, Erich? Du sprichst aus Erfahrung. Wie schaut's aus? Die Verkleidung ist etwas verzogen, also sie ist nicht diagonal, wenn wir messen. Warum ist das passiert, Erich? Ich glaube, du hast dich zu sehr auf das Video konzentriert, als auf deine Arbeit. Das könnte sein, oder es ist einfach so, weil es so ist. Ja. Weil das Holz irgendwie nicht gerade ist, dass irgendwo ein Knick ist. Und beim Fräsen ist dann hier ein Knick und durch das entsteht dann keine Rechtwinkligkeit mehr. Aha. Aber wir teilen jetzt die Luft so gut auf, als es geht. Und dann, wenn es angeschlagen ist, schauen wir uns das Ganze von hinten an und hobeln es nach, den Falz, dass die Luft passt. In der Mitte kannst du ruhig Luft lassen, 2-3 mm, Erich. Das kann ruhig anstehen am Rand. Wir hobeln das weg. Da am Rand, wenn es irgendwie komisch ausschaut, können wir das auch noch nachschleifen. Falls der Rand jetzt hier nicht parallel ist, können wir auch ganz einfach den Rand ein wenig anpassen. Das muss ja, man muss das so hinschummeln. Der Erich hat so eine Leere gemacht, hier durchgebohrt. Das können wir hier hereingeben. Da gibt es normalerweise eine Leere, für die normalen Türen gibt es eine. Für die normalen Türen gibt es so eine Leere, aber für die kleinen haben wir sowas nicht. Also ich habe es früher immer so gemacht, ich habe das hergelegt, habe mir oben und unten hier einen Riss gemacht und hineingebohrt und das ist genau gewesen. Ja. Versuchen wir einen Sohn, der was Besseres hat gewonnen. Nein. Okay. Vielleicht gibt es wirklich so eine Leere, ja, wie die kleinen. Müssen wir schauen. Sinnvoll wäre es auf jeden Fall, oder? Sind wir das genauer? Genauer. Genau. Okay. Nein, es ist sehr genau gearbeitet alles. Es ist rein nur die Unwirklichkeit hier. Aber hier am Rahmen fällt nicht auf, dass der um 2 mm, glaube ich, irgendwo nicht passt. Wir bohren jetzt eigentlich ganz durch und dann schneiden wir hinten mit der Flex das weg, oder? Was vorschaut. Soll ich einen Zentrierbohrer holen? Welche Größe? 5 mm. Mit diesem Bohrer kann er besser ansetzen. Genau, das ist. Ich kann schon anfangen zum Ausreiben. Das wird jetzt nur angeschlagen, wir drehen das dann wieder raus, denn beim Fräsen, Schleifen und so weiter oder Anhobeln
ist es einfacher, wenn das nicht hier ist. Beim Streichen. Beim Streichen vor allem, ja. Ehrlich, die gehen gar nicht durch, die müssen wir hinten gar nicht abschneiden. Na, das ist toll. Wir haben nur Glück. So, schauen wir mal, wie weit wir überhaupt hinein müssen. Okay, es gehört noch ordentlich hinein. Also eigentlich bis es fast ansteht. Die eine ist ein wenig schief drinnen, gell? Dieses Türl steht hinten im Faltzahn, weil es ja wie gesagt windschief ist. Das könnte man jetzt mit der Tischfräse einstellen und nachfräsen, wäre extrem mühsam. Wir werden es einfach mit der Hobelbank nachhobeln. Das funktioniert extrem gut. Das spanne ich mir hier ein. Dann gibt es hier den Bankknecht, den stelle ich mir auf eine Höhe ein, lege es auf den Bankknecht auf und spanne es hier an. Jetzt kann es nicht mehr weg und hier auch nicht runter, weil der Bankknecht unten ist. Bankknecht in der Vorderzange eingespannt. Warum heißt das Vorderzange? Weil vorne unser Haus ist. Hey, da wäre ein Bankknecht. Oh, da ist viel Bankknecht. Da ist das auch noch, das sind drei. Na, das ist von Opa so ein Zwinger. Ich hätte mir das anders einspannen sollen. Dieses Band muss sich herausdrehen. Das ist mir jetzt im Weg. Wie heißt das Ding nochmal? Das ist ein Sims-Hobel. Ich habe vorher in die andere Richtung gehobelt, weil das Holz ausreißt. Das ist die richtige Wuchsrichtung. Ja, ich kann in beiden Seiten hobeln, also auch in diese. Was? Hier ist noch ein bisschen Bleistiftstrich. Ja, das sehe ich gar nicht. Ja, hier ist noch ein Millimeter circa. Band reindrehen. Wie kann man zum Band reindrehen noch sagen? Puh, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Nein, ich weiß es auch nicht. Es gibt nichts anderes, glaube ich. Aber anschlagen sagt man. Aber beim Reindrehen sagt man, glaube ich, sonst nichts. Ich glaube, reindrehen, wenn man es reindreht und rausdrehen, wenn man es rausdreht. Mit den Bändern kann man jetzt diese Luft einstellen. Wenn wir diesen hier rausdrehen, wird hier die Luft weniger. Dieser Stoß wird dann natürlich auch gerade. Wenn das rüberwandert, hebt sich das. Jetzt werden wir das Teil fräsen oder die Phase hobeln, oder? Schneiden wir das hier schräg, dass der Regen abrinnt. Konstruktiver Holzschutz, 15 Grad, mitunter einer Nut, dass das Wasser abtropft, sonst würde es das Wasser wieder unten hineinziehen. Mhm. Karl August. Wir schneiden jetzt unten eine Nut ein, beim Zählerkasten kommt oben so eine Schräge hin, damit das Wasser abperlen kann, quasi eine Regennase. Das Wasser würde, wenn das Holz ist, das Wasser entlangrennen und würde sich heraufziehen und würde das Holz schädigen. Und so perlt es ab, es bricht an der Kante eigentlich. Der Erich schneidet diese Nut jetzt. Nur ein Blattschnitt wäre zu wenig, so ab 4 mm ungefähr wird es interessant, dass das dann abperlt. Das Abschneiden machen wir mit der Kreissäge und jetzt müssen wir beim Rahmen oben eine Schräge anschneiden, denn wenn es 90 Grad wäre, wird das Wasser stehen bleiben. Das ist wie bei der Weinlese. Wie viel Grad müssen die Weintrauben haben? Messen wir, oder? Oder machen wir das freie Auge nach Gefühl? Jetzt schneidet der Erik die Schräge an. Und hier kommt das jetzt drauf. Wenn wir es schrauben, könnte man es austauschen. Das wird auf ehest kaputt werden. Wenn wir es leimen, ist es schwerer. Raufsehen tut man sowieso nicht, oder? Wenn wir drei Schrauben geben, wo wir genuttet haben, das schneiden wir jetzt mit der Kreissäge auf einen Streifen. Da haben wir uns doch entschieden, beim Zählerkasten oben die Abdeckung 15 Grad seitlich abzuschneiden und die Seitenwangen auch, also rundherum eigentlich 15 Grad anzufräsen. So schaut das Ganze jetzt aus. Erich, du zeichnest jetzt an, wo das Schloss hineinkommt. Ich würde sagen, wir nehmen die Mitte, oder? Passt. Ja. Die Höhe, müssen wir die Höhe auch noch abmessen? Wie weit hinein? Es gibt linke und rechte Schlösser. Ja. Da muss man immer aufpassen. So, hier haben wir es. Linke und rechte. Cool. Du musst ja nur reinmessen jetzt, oder? So da. Jetzt fräsen wir. Wir machen das mit der Langlochbohrmaschine. Der Erich hält es. Normal sollte man sich hier einen Staffel herspannen und dann das Türl an den Staffel anzwingen und dann kann man durchfräsen. Aber dadurch, dass wir zu zweit sind, hält es Erich. Wichtig ist beim Halten nicht die Hand hinten hin, sonst fräst man sich in die Hand. Also, wir sollten es aber die Höhe einstellen und dann werden wir von der anderen Seite fräsen, Erich, oder? Wegen Ausriss eventuell, oder? Kommt sowieso ein Blech drüber. Okay. Und jetzt bohre ich einfach von diesem Punkt auf diesen.
Das war jetzt eine sehr wackelige Angelegenheit, aber es ist gegangen, oder? So, der Erich hält es von der anderen Seite, schaut, dass das Loch genau dort ist, wo es hingehört. Genau, Zentrierbohrer wäre natürlich das Perfekteste. Aber warum nehmen wir ihn nicht? Wir lassen uns auf dieses Niveau nicht herunter, oder? Na, wieso? Also, dann ist er wenigstens gescheit. Du weg einmal. Ja, einigermaßen. Ja, wieso? Es ist gerade und gerade. Ja, ich ziehe es vielleicht ein bisschen nach unten. Ja, ich wäre besser gewesen. Okay, na, da bei mir schaut es anders aus. So, passt so, oder? Schau hin. Warte. Super. Erich, ich sage danke. Willst du das nicht mitnehmen, du streichst das zu Hause? Jetzt gehst du ohne... Ja, heute nicht. Ich werde schon wieder mal vorbeikommen. Kommst du extra nochmal dann? Na, extra nicht. Wenn ich wieder was zu tun habe in Abitlon, dann komme ich wieder vorbei. Ich habe mir den Zählerkastenbau ganz anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ich fahre gemütlich zu Erich, wir bauen es ein. Jetzt ruft er mich in der Früh an. Er hat die Farbe bei mir vergessen, die muss ich ihm hinbringen, damit er streichen kann. Ich hoffe, es gibt Kaffee und Kuchen, denn ausnützen lasse ich mich bestimmt nicht vom Erich. Denn ich nütze ihn eh schon aus. Also das kannst du wegschneiden. So, ich nehme die Farbe, die Rollen und fahre zu Erich. Wir sehen uns. Nein. Hallo Erich. Hallo Manuel, richtig gut? Bin schon da. Bin da, fertig. Grüße. Ich habe die Farbe mitgenommen, Erich. Die hast du bei mir vergessen. Hast du die absichtlich vergessen? Ich glaube, ich war im Stress und habe dann die Farbe wirklich vergessen. Ehrlich, ja, die Farbe. Okay. Ich habe noch einen Kuchen mitgebracht für Kaffee. Ach so. Ja, war nicht ein April. Meine Mutter hat 20 Palatschinken für dich gemacht. Willst du sagen, dass ich so viel esse, oder was? Bin ich rechtzeitig gekommen? Du bist gerade am Schleifensee. Ja, ich bin gerade fertig. Warum schleifst du mit der Hand? Stromspann. Und mehr Gefühl. So, an und für sich, denke ich mal, die Rundungen, ob die... Genau, Rundungen wegen konstruktiver Holzschutz, Kanten ordentlich brechen, damit auch Farbe quasi haften kann. Beim Montieren helfe ich dir wieder, oder? Ich schaue nur ein wenig zu, damit die Menschen in YouTube auch sehen, wie du zu Hause bei dir im Wohnzimmer streichst. Wir sind im Keller. Der Erich schüttelt die Farbe. Das kann extrem gut. Was ist mit diesen Kästen hier? Die sind die von 1872, oder? Ich glaube 75. Das war eine Aussteuer in Frankirchen. Aha. Die Walze ist, du hast sie mit Plastik zugedeckt. Ach so. Jetzt ist die Farbe noch nicht trocken. Die hätte ich jetzt nicht gerechnet. Willst du dir die Hände irgendwie reinigen? Oder lass du das einziehen? Ja, ja. So, Handschuhe. Die Farbe musst du nicht mehr aufrühren, weil du sie vorher so wild geschüttelt hast, oder? Nein, du bist ja gefahren wie ein Verrückter, nehme ich mal an, oder? Nein, ich bin ganz langsam gefahren. Du weißt ganz genau, in meinem Alter freuen sich deine Eltern schon. Ja, ja, aber die haben ja schon 50 Jahre ihr altes. Faserplatte hat auch gehalten. Unvorstellbar eigentlich, dass, die, ja, dass so eine minderwertige Platte im Freien so lange hält. Ja. Wenn Faserplatte, Spanplatte 20 Jahre hält, muss die Lerche locker 5000 Jahre halten. Es ist ja schlimm, dass sowas überhaupt gemacht wurde. Ja, finde ich auch. Hier innen wäre es mit einem Pinsel auch gut, aber dann hat man wieder eine andere Struktur, oder? Ja. Und wird sowieso ein paar Mal gestrichen. Genau. Da geht eigentlich eh schön rein. Warte, vielleicht muss ich... Warte, ich werde das so versuchen. Genau. Sonst schaut das so unschön aus. Sehr elegant, wie du streichst. Du streichst mit sehr viel Gefühl. Man kann die Leidenschaft beim Streichen erkennen. Man sieht, dass du gerne streichst. Ja, mein Bruder ist ein Maler. So, ich würde sagen, das lassen wir mal so kommen. Hier ist wenig Farbe. Wirklich? Ja. Ich streich's sowieso noch dreimal. Nein, aber trotzdem hier. Achso, das ist ja innen im Fahrzeugwerk. Ehrlich, egal, ich fahre jetzt und ich komme dann wieder, wenn es fertig gestrichen ist, dann rufst du an. Hallo Manuel, grüß dich erst. Ich wäre fertig mit Streichen. Hast du Zeit? Wir könnten ein paar Chicken essen, zum Beispiel, nicht? Ja. Ja, kommst du vorbei, bitte. Danke, tschüss. Hallo? Hallo Erich, servus. Hallo Manuel, grüß dich. Grüße.
Das Einzige, was noch fehlt, wäre hier eine schöne, verschnörkselte Abdeckung quasi. Ja, für den Schlüssel. Wird müssen wir noch schauen, ob wir irgendwas was finden. Montieren wir das jetzt, oder? Ich würde das lieber gerne alleine machen, weil du weißt ja, du meckerst immer und dann... Wie montierst du das, Erich? Schaffst du das überhaupt, ohne dass ich neben dir stehe und dir sage, super machst du das, super machst du das, super machst du das? Innen mit Winkeln, Eisenwinkel anschrauben, an der Verkleidung und dann drinnen beim Rahmen innen. Hier einen Winkel, ja. Und dann bei der Verkleidung innen, genau, ja, anschrauben. Genau, da schaut man ja nur rein, wenn Stromausfall ist. Okay, na, dann machst du das alleine. Eigentlich bin ich froh drüber, Erich. Da draußen geht der Wind, wo das montiert gehört. Ja. Dann fahren Autos regelmäßig vorbei. Das mag ich nicht. Das ist die Lautstärke. Zu euch sagen wir natürlich danke. Wir verabschieden uns. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Zählerkasten. Montage ist jetzt leider nicht dabei, weil der Erich ein bisschen eigenartig ist. Abonniert den Kanal, wenn euch das gefällt. Dann seht ihr laufend sowas, glaube ich, oder? Oder du sagst jetzt, wir machen sowas nicht mehr. Also abonniert den Kanal trotzdem. Es schaut schlecht aus, wir werden sowas nicht mehr machen. Ich glaube nicht. Ja, da gibt es aber was. Ein alter Tischlermeister, der 1880 geboren ist, der hat immer gesungen, bei einem Zählerkasten kann man nichts verdienen. Drückt gefällt mir. Ich glaube, Erich will das auch, oder? Achso, ich weiß nicht. Na sicher, du musst sagen, ja. Und abonnieren willst du auch. Ja, unbedingt. Ja, Daumen rauf. Ja, Daumen rauf. Ja, was willst du noch? Okay. Die Mutter hat dir 15 Palatschinken gemacht und mir 2. Passt das? Das geht sich gut aus. Wenn du vielleicht noch eine hergeben würdest von deinen 2, dann wäre es für mich eine gerade Zahl. Okay. Okay, dann gehen wir essen. Gehen wir essen. Gehen wir essen, für den, den es noch interessiert, wenn man da, für den, den es noch interessiert, weil Montage ist ja dann doch was anderes. Da sind wir in der Natur draußen. Also, das wollen wir vielleicht für die Naturliebhaber. Ja. Für die Naturhasser ist das jetzt aus, quasi. Das sind die Nachteile, wenn man die Natur hasst, oder, Erich? Ja. So, das mit deinem Ohr, fallen nahe dir nicht schnell raus, bitte. Das war schon wieder sehr unprofessionell. Das kann man ja schneiden alles. Na, hallo, hallo. Weihnachten 23? Ja, es ist so gefühlvoll, wie du streichst. Ja. Ich glaube, dass das lustig zum Schneiden ist. Was mich auch hier den ganzen Tag. Frisch in der Selbstständigkeit. Andere dann voll hakeln und alles. Wir dann nur Videos dran.